Hallo, heute erkläre ich euch in diesem Video den Aufbau und den Umgang mit dem Gasbrenner. Zum Beispiel im Chemieunterricht oder manchmal auch im Biologieunterricht braucht man den Gasbrenner. Und der Gasbrenner wird auch Bunsenbrenner genannt. Und er ist oft ein unverzichtbares Gerät und mit seiner Hilfe kann man eben Stoff erhitzen oder chemische Reaktionen herbeirufen. Doch wie ist er aufgebaut? Unten, also hier bei Nummer 1, ist der Metallfuß, jeder Gasbrenner besitzt einen Metallfuß. Am oberen Ende des Fußes, da ist eben ein Schlauch zur Gaszufuhr, damit der Brenner überhaupt funktioniert. Dann, manche Brenner besitzen an dieser Gaszufuhr auch noch eine Stellschraube oder einen Hahn sozusagen, damit man eben die Gaszufuhr regulieren kann, also die Gasmenge sozusagen. Das Gas strömt durch das Brennerrohr, also dieses längliche Rohr. Das Gas strömt hier so hoch nach oben. Im unteren Bereich des Brennerrohrs befindet sich eine Öffnung, der Luftzutritt hier, doch dieser ist bedeckt mit einem Stellring und dadurch wird eben diese Öffnung verschlossen oder geöffnet. Wofür man diese eben braucht, erkläre ich euch gleich. Bei dem Umgang mit dem Brenner ist es nämlich sehr wichtig, dass die Gaszufuhr manchmal geschlossen und auch manchmal geöffnet ist, sonst können manche Sachen eben nicht funktionieren. Und eben durch diese Öffnung können die Anteile vom brennbaren Gas und Luft und damit die Temperaturen verändert werden. Also man kann dann sagen, wie heiß es sein soll. Jetzt komme ich zum Umgang mit dem Brenner, denn da solltet ihr 4 Punkte richtig beachten, damit man die Flamme entzünden kann und damit ihr überhaupt den Gasbrenner anbekommt. So, hier unten seht ihr 4 Punkte zum richtigen Umgang mit dem Brenner. Damit der Gasbrenner richtig funktioniert, müssen nämlich ein paar Regeln beachtet werden beim Entzünden. Nämlich zuerst Streichhölzer oder eben Gasentzünder bereitlegen. Dann sollte man prüfen, ob Gas und Luftzufuhr geschlossen sind. Also hier. Dann kann man das Streichholz entzünden, die Gaszufuhr wieder am Brenner öffnen und dann eben die Flamme hier oben entzünden, also hier das Streichholz anregen und dann kommt die Flamme raus. Mit diesem Hahn sozusagen kann man sozusagen die Flamme regulieren, also wie hoch sie schießt sozusagen, und hier kann man die Temperatur mit dem Luftzutritt ein bisschen regulieren. Die Flammenhöhe, also wie hoch die Flamme ist, wird durch die zuströmende Gasmenge reguliert. Wenn zum Beispiel die Flamme vorsichtig erhitzt werden soll, muss die Gaszufuhr eben gedrosselt werden, wie ich ja vorhin schon genannt habe. Eine kleine Information nebenbei, falls das der Chemielehrer mal wissen will, ein Gasbrenner funktioniert nur mit Stadtgas oder eben Erdgas. Ich hoffe, ihr wisst nun, wie ein Gasbrenner richtig funktioniert, und ich hoffe, ihr könnt auch nächstes Mal richtig damit umgehen im Chemieunterricht. Das solltet ihr wirklich beachten, denn sonst kann einiges schiefgehen. Außerdem ist es wichtig, immer eine feuerfeste Unterlage unter dem Brenner zu machen, da sonst der Tisch eben, wenn er aus Holz ist, kann er anbrennen, oder wenn er aus Metall ist zum Beispiel auch nur, können da eben brennen, also zum Beispiel wenn Streichholz runterfällt, können dann Brennspuren sozusagen darauf kommen. Vielen Dank fürs Zuhören.